Hi, meine liebe Waage, schön, dass du da bist. Sei gegrüßt und willkommen. Waage, ich hoffe, dir geht's gut. Ich war ein bisschen Game Over, aber jetzt geht's wieder, jetzt bin ich wieder da. Ja, wir wollen jetzt mal schauen, was der Oktober für dich auf dem Plan stehen hat, was ich dir da sagen darf, Waage, was da wichtig ist. Wir schauen uns erstmal Überschriften an und dann schauen wir rein, was da wichtig wird und welche Situation oder welche Lage da eine besondere Rolle spielen wird für dich. Und dann schauen wir uns auch noch an, was von außen auf dich einwirken will, äußere Einflüsse oder auch eine Person von außen, die wichtig sein kann. Ja, du bedenkst wie immer, dass die Legung allgemein ist, aber das wisst ihr und ihr spürt das. Macht euch auch nicht immer abhängig von dem Monat, denn das kann jetzt schon der Fall sein, das kann alles mit einfließen noch und das kann sich alles verteilen im Monat Oktober, beziehungsweise das kann sich auch erst noch zeigen. Also das wisst ihr dann, das spürt ihr dann. Ja, ihr findet sämtliche Infos in der Videobeschreibung auch. Und wir wollen jetzt starten hier. Waage, Oktober. Worum geht es denn bei dir im Oktober, Waage? Was ist denn da los, Oktober, Waage? Einhorn, Reinheit. Ja. Es geht um Reinheit, es geht um Reinigung, etwas zu bereinigen, im reinen Sein mit sich selbst. Vielleicht muss man erstmal etwas reinigen, bereinigen, sich selbst rein fühlen. Vielleicht ist irgendetwas uneben und man möchte das für sich bereinigen. Man möchte mit sich selbst im Reinen sein, man möchte mit jemandem im Reinen sein oder auch mit einer bestimmten Situation, ne? Oder dass man erst etwas hinter sich lassen muss, bereinigen muss, sodass man bereit ist für etwas, einfach rein ist, ne? Dass man sich rein fühlt. So, gucken wir mal weiter. Worum geht es denn da noch? Im Oktober, Waage. Okay. Die zwei der Schwerter und die Königin der Stäbe. Zwei der Schwerter, das ist so eine nachdenkliche Energie, in sich gehen, abwägen, überlegen, sich nicht sicher sein, sich Dinge im Kopf ausmalen, zwei Szenarien vielleicht sogar auch, ne? Man muss erstmal rein werden im Kopf, irgendeine Blockade findet hier noch im Kopf statt, wo man sich unsicher ist, bezüglich einer Entscheidung oder ja, welchen Weg man geht oder welche Seite man wählt, wie man überhaupt wählt, ne? Ein bisschen Chaos im Kopf vielleicht. Und die Königin der Stäbe ist Feuer, Energie, Schütze, Löwe, Widder. Das ist eine sehr feurige, unabhängige, leidenschaftliche und selbstbewusste Energie. Auch jemand, der weiß genau, was man will, ne? Es kann deine Energie sein, es kann aber auch eine andere Energie widerspiegeln, dass sich jemand erstmal bereinigen muss, beziehungsweise mit sich selbst im Reinen kommen muss, über etwas nachdenken muss und dann genau weiß, was man will, ne? Sich zeigt, selbstbewusst und rein in eine Situation reingehen kann. So, dann wollen wir mal gucken, Waage. Was kommt denn da auf dich zu? Was wird denn da wichtig im Oktober? Die Karten werden nur aufrecht gedeutet. Die Liebenden. Waage, was ist da los? Die Acht der Kelche, Page der Schwerter, noch eine Energie, eine Karte, Waage, Page der Kelche. Was haben wir im unteren Deck hier? Ja, die zwei der Münzen, ne? Wankelmut, hin und her gerissen sein, nicht wissen, ja, wie man sich entscheiden soll, was man machen soll. Erstmal den Ausgleich finden, Balance finden. Jemand oder du bist noch hin und her gerissen. Versucht vielleicht noch zwischen zwei Optionen hin und her zu zwitschen. Ne? So, jetzt gucken wir mal hier. Die Liebenden, ne? Das ist Zwillingenergie. Das kann hier eine Liebessache sein, etwas mit der Liebe zu tun haben, Liebesbereich. Oder ist das auch eine wichtige Entscheidung, ne? Selbstliebe, eine Beziehung, eine Verbindung, wo man sich jetzt entschließen könnte,
ein gewisses Gefühl zu verlassen oder auch eine gewisse Situation da rauszugehen oder aber auch eben tiefer reinzugehen, ne? Von den Emotionen her, dass man merkt, okay, ich bewege mich da jetzt rein. Ich verlasse die jetzige Situation, das jetzige Gefühl und bewege mich einfach ins Dunkle rein, ne? Was mir noch unbekannt ist, ich bin damit im Reinen und gehe da jetzt drauf zu. Page der Schwerter ist ja deine Energie auch mitunter, Waage, Wassermann und Zwillinge. Eine beobachtende Energie, die erstmal wartet, die erstmal alles analysiert, schaut, was kommt da auf mich zu. Es kann natürlich sein, dass man sich entschließt zu gehen, ne? Eine Situation zu verlassen, auch innerlich, dass man sagt, ich bin damit jetzt im Reinen, ich weiß, was ich will, ich bin mir dessen bewusst, ich bin selbstbewusst und ich gehe da jetzt raus. Ne? Zum Beispiel jetzt in einer bestimmten Verbindung, dass man sagt, ich entferne mich jetzt davon. Ne? Und dann haben wir hier den Pagen der Kelche, der dann plötzlich dastehen kann mit einem Angebot, ne? Mit einem Gefühlsangebot, mit einer Annäherung, mit einer Anbahnung. Wasser, Fische, Krebs, Skorpion. Hier sind zwei jüngere Energien zu sehen. Es kann sein, dass ihr das Gefühl habt oder immer noch darauf blickt, dass sich eine Person entfernt. Oder ihr habt das Gefühl, einfach diese Person hat sich entfernt. Ne? Obwohl Gefühle da sind, aber irgendwie hat die Person sich entfernt. Und ihr seht noch gar nicht, dass diese Person auf euch zukommen will. Wir klären das jetzt mal alles auf, weil ich will euch hier nicht zu lange auf die Folter spannen. Gucken wir mal, was da jetzt bei herauskommt. Waage, worum geht's denn hier? Die Liebenden, was ist hier los? Womit haben die Liebenden hier etwas zu tun? Die Liebenden. Oha, siehste, die Vier der Kelche. Ne? Das ist dieses Gefühl, womit man unzufrieden war. Die Gefühle, die nicht da sind oder da waren, was man nicht bekommen hat. Die Gefühle, die umgestoßen worden sind. Oder auch eben die Erkenntnis zu sagen, nee, ich stoße diese ganzen Kelche jetzt weg und ich werde da nicht in dieser Verbindung auf den Menschen zugehen. Ne? Das ist irgendwie so, ja, scheiße, oh, ich habe meine Chance verpasst. Verzeihung, so ein Shit. Chance verpasst oder der Mensch hat seine Chance jetzt einfach verpasst. Selber schuld. So, gucken wir weiter. Die Acht der Kelche, Waage. Das kann deine Energie sein oder auch die Energie von der anderen Person. Ne? Das müsst ihr immer in eurer Situation ummünzen, was da los ist. Was ist mit den Acht der Kelchen? Die Drei der Kelche. Das kann so dieses Gefühl sein, ja, man hat das Gefühl, dass sich da noch eine dritte Person befindet. Es kann diese Vermutung da sein, dass man glaubt, okay, steckt da noch eine andere Person hinter oder guckt sich die Person anderweitig um. Aber es kann natürlich auch dafür stehen, dass sich hier jemand sagt, so, ich habe keine Lust mehr auf diese blöde Situation, ne? Dieses Gefühlschaos vielleicht sogar. Ich bewege mich jetzt davon weg. Ne? Ich bewege mich in spaßige Lagen rein. Ich will Spaß haben, ich will Freude haben. Vielleicht trifft man sich dann wieder mit seinen Freunden oder Familie oder so, ne? Dass man sagt, ich gebe mich dem Spaß jetzt hin. Ne? Was ist hier mit Page der Schwerter? Worum geht's da? Aha, ja, der König der Kelche. Ne? Gefühle, Gefühle, Gefühle. Die Beobachtung des Menschen, der seine Gefühle innehält. Vielleicht geht es um so einen Menschen, den man immer noch beobachtet aus der Ferne, den man natürlich noch im Sinn hat, um den es geht. Gucken wir, was der Page der Kelche hier will. Worum geht's da, der Page der Kelche? Was sagt der Page der Kelche? Ach, ja, siehst du, wie ich gesagt habe, Drei der Münzen, Waage, dann kommt da plötzlich doch jemand wieder ums Eck, der versucht, eine Verbindung herzustellen, der versucht, Stabilität herzustellen, der das Ganze für sich schon im Kopf durchgespielt hat, alles schon fertiggestellt hat, so von wegen so. Jetzt weiß ich, was ich will. Da will jemand etwas übermitteln, da will jemand etwas überbringen. Da hat jemand an etwas gearbeitet,
in sich gearbeitet und steht dann jetzt da, ja, mit dem passenden Paket sozusagen, ne, versteht ihr? Auf Zusammenarbeit aus, zusammen etwas aufzubauen. Waage, gucken wir mal, was besonders wichtig wird für dich. Welche Situation oder welche Lage, was spielt da eine besondere Rolle? Die Würfel und die Kerze. Eieieiei. Es kann bedeuten, dass etwas neu strukturiert wird, neu angeordnet wird. Die Würfel werden neu gemischt und das ist etwas Hoffnungsvolles. Das ist Licht, was auf einmal da ist. Das ist auch dieses darüber nachdenken, etwas zu wagen, etwas zu versuchen, etwas neu anzuordnen. Eine Chance wahrzunehmen, ein Risiko einzugehen, was irgendwie Hoffnung gibt, was Licht ins Dunkel bringt. Klären wir das mal auf. Würfel und Kerze, was ist denn hier los? Oh, warum fallen die denn immer runter hier? Schwert, noch eine Karte. Oh, und das Portal, die Portalöffnung. Ja, hier kämpft jemand. Beziehungsweise hier weigert sich jemand noch so ein bisschen, sich zu öffnen, beziehungsweise einen Durchgang zu machen. Da wird irgendwie ein Durchgang frei gemacht durch eine Person oder auch ja, jemand, der auf dich zukommen will. Aber es ist noch so ein bisschen diese Kampfhaltung wie hier der Page, der Schwerter, der einfach noch so kampfbereit ist, ein bisschen ablehnend ist, vorsichtig ist. Das ist irgendwie so, ja, eigentlich wollte man sich abwehren, wollte man gehen, aber dann kommt diese Öffnung, ne, dieses neue Portal, diese Ebene, der Durchgang. Was sagt denn da der Hintergrund? 83, 11. Ja, das sind die Routen. Eine angespannte Situation. Diese Situation, da kann sich jemand auch wirklich sehr angespannt fühlen, wenn man da versucht, etwas neu anzuordnen oder auch ein Risiko eingeht. Es steht aber auch dafür, dass jemand hin und her gerissen ist, im Zwiespalt plötzlich ist. Was ist denn jetzt los? Erst in dieser Kampfposition und dann auf einmal eröffnet sich da eine Tür. Also jemand öffnet sich, jemand macht den Durchgang frei. Jemand oder man muss da erstmal vielleicht mit klarkommen, ne? Erst so, dann so. Waage, gucken wir mal, was da von außen auf dich einwirkt. Da bin ich mal gespannt. Äußere Einflüsse, eine Person von außen. Was kommt von außen auf Waage zu? Was kommt da von außen auf Waage zu? Wow, der Stern. Waage, das kann eine Wunscherfüllung sein für dich. Das ist die Offenheit, dass sich jemand öffnet. Wassermann-Energie ist das. Heilungsprozess. Nach den Sternen greifen. Sich einen Wunsch erfüllen. Also von außen könnte die Offenheit auf dich zukommen, dass sich jemand öffnet. Mit sich selbst erstmal im Reinen sein muss und sich dann bewusst wird, wofür man sich öffnen will, dass man sich öffnen will. Gucken wir mal, womit der Stern hier noch etwas zu tun hat, hier von außen. Oh, das ist die, ja, die Königin der Stäbe. Von der Rückseite allerdings, ne? Jemand, der hier stark mit sich selbst beschäftigt war, stark verwurzelt war. Das Feuerenergie, Schütze, Löwe, Widder. Hier braucht oder brauchte jemand lange Bedenkzeit. Musste oder muss erstmal etwas hinter sich bringen, um sich dann im Klaren zu sein, was man will, ne? Welchen Stern man greifen will, dass man sich etwas erfüllt, dass man sich auch öffnet. Klären wir das auf. Der Stern, worum es hier um Königin der Stäbe geht hier. Äußere Einflüsse, Person von außen. Siehst du schon wieder der Stern. Wahnsinn. Noch eine Karte. Waage, was ist hier? Und? Wow, krass. Das Gewicht, Wahnsinn. Ja, da ist sich jemand bewusst. Heilung, Offenheit, Erlösung.
Wunscherfüllung. So dieses Hallo, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit. Jemand, der geschlafen hat, steht jetzt endlich auf. Das ist die Hoffnung, dass sich alles zum Guten wenden wird. Hier findet ein Erlös statt, eine Veränderung, ne? Ein verändertes Gefühl, jemand, der sich schon verändert hat. Ja, also es kommt mir so vor, als ob man daran schon gar nicht mehr so geglaubt hat. Aber nun kommt diese Erlösung, ne? Hier musste erstmal etwas bereinigt werden. Hier musste erstmal etwas rein gemacht werden. Seine Gedanken oder auch seine Gefühlswelt bereinigen, ne? Ja, jemand ist mit sich oder mit der Situation nun im Reinen und weiß jetzt, was man will. Waage, entweder bist du das oder auch eine andere Person. Wie gesagt, das münzt du in deine Situation, wenn es passt. Ja, an für sich eine schöne Legung. Ich wünsche dir alles Liebe, meine Waage, meine liebe Waage, für den Oktober und mach's gut, bis bald. Tschüss.